Einen wunderschönen Abend heute am Montag, am 27. März, bei Gesungen und gespielt in Radio Oberösterreich. Ja, in der heutigen Sendung kriege ich musikalischen Besuch. Ein besonderes Musikprojekt aus Linz stellen wir heute vor. Appenzeller, Staudinger und Freunde, sie haben gerade eine neue CD präsentiert und heute erfahren wir mehr über sie. Zu Gast heute im Studio in Gesungen und gespielt ist Robert Staudinger aus Linz. Gemeinsam mit Angela Appenzeller und Freunden hat er vor kurzem die neue CD Ahoi, die Reise beginnt präsentiert. Und heute werden wir mehr über die musikalische Formation in Gesungen und gespielt erfahren. Grüß dich, Robert. Freut mich, dass du heute zu Gast in der Sendung bist. Ja, grüß dich und grüß euch auch. Danke für die Einladung. Ist eine einmalige Chance für uns. Wir haben uns im kirchlichen Rahmen kennengelernt. Ich bin Kirchenmusiker in der Stopfer in Linz und über Jahrzehnte lernen wir die verschiedensten Leute kennen. Wir haben auf Diözesanenfestels gespielt und auch viel in die Kirchen, bei den liturgischen Feiern. Und ich traue mir fast ein bisschen auf meine Fahnen zu heften. Ich habe den Rock'n'Roll in die Kirche gebracht. Ich habe eine eigene Bezeichnung dafür erfunden, den Spirit and Roll. Ja. Und jetzt habt ihr euch gefunden, 6 Musiker, also 6 verschiedene Menschen. Und euch verbindet die Liebe zur Musik kennengelernt, hauptsächlich im kirchlichen Bereich. Und die Musik, die ihr gemeinsam macht, wie würdest du die beschreiben? Es geht in Richtung Austropop. Ich würde schon sagen, in Richtung Austropop, Good Old Ambros, Fähndrich und so weiter, diese Richtung. Dass ihr euch aber jetzt eingeladen habt, in Gesungen und gespielt, das hängt da ein bisschen damit zusammen, dass man natürlich auch in eicherer Musik die volksmusikalischen Wurzeln spürt. Ja, die sind sicherlich vorhanden. Ich selber habe einmal in einer Stubenmusik gespielt, war Gitarrist in der Severiner Stubenmusik. Und wenn man sich jetzt die Musik so anschaut, es ist ja nicht ganz so verschieden. Zum Beispiel der Innviertler Landler und der Rock'n'Roll, wenn man jetzt Chuck Berry hernimmt, kürzlich verstorben, da ist eine große Ähnlichkeit da im Aufbau. Das macht es natürlich spannend, aber eicherer neuen CD. Vielleicht nur zu den 6 Musiker, die ihr seid. Vielleicht kannst du ein bisschen vorstellen, wer da dabei ist. Ja, meine Lieblingsmusikerin, natürlich die Angela Appenzeller. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Sie ist Akkordeonistin und mein musikalischer Hauptpartner. Vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt und musikalisch auch lieben gelernt, kann man so sagen. Weiters der Pater Hebeisen, ein Jesuit, ist unser geistlicher Beistand. Mhm. Der spielt Kontrabass, Geige und noch 30 andere Instrumente. Peter Kögel, Schlagzeuger, Karl Barisch, ebenfalls Seelsorger, auf der E-Gitarre und auf der Klarinette Silvia Meyer. Und die Gloria Gesang. Also eine bunte, zusammengewürfelte Truppe, die da jetzt vor kurzem das erste Konzert gehabt hat. Eichere Lieder sind ja alle selber komponiert und selber geschrieben. Worum geht's da? Es geht, wie bei den meisten, es geht um das eigene Leben. Ich selber zum Beispiel habe letztes Jahr ein bisschen ein schräges Jahr gehabt. Ja. Und ich bin Alkoholiker, entwöhnter Alkoholiker. Und auf dem Entzug, da liegt man viel im Bett und hat viel über Gott und die Welt und sich selber, kommt man ins Nachdenken. Und da habe ich viele Lieder geschrieben, auch über meinen Weg, wieso ist es so weit gekommen und wie kann es besser werden. Und eins von diesen Liedern, das auch ganz gut zu dem Thema passt, zu deiner Lebensgeschichte, hören wir jetzt auch gleich. Appenzeller, Staudinger und Freunde mit dem Stück Selber in der Hand. Ja. Ich bin nicht mehr ich, was ich einmal war. Alles ist anders als vor 20 Jahren. Ich hab mich verletzt und manchmal mein Hirn zerfetzt. Ob ich jetzt bin, ist sesshaft und gesetzt. Ich glaub, ich bin jetzt gescheiter geworden als noch vor ein paar Jahren. Der Zug fährt in den Bahnhof rein, ich glaub, jetzt bin ich da. Wie es noch weitergeht, nicht nur in die Sternen steht. Ich glaub, ich hab jetzt selber in der Hand.
auf. Willst nicht aufstehen. Wer nicht depressiv ist, kann das nie verstehen. Du hilfst dir mit irgendwas hinweg. Wer fragt denn danach? Es ist besser, als du fallst in ein Loch. Ich glaub, ich bin jetzt gescheiter geworden als noch vor ein paar Jahren. Der Zug fährt in den Bahnhof ein, ich glaub, jetzt bin ich da. Aber wie's noch weitergeht, nicht nur in die Sterne steht. Ich glaub, jetzt hab ich's selber in der Hand. Gesungen und gespürt. Mit Stefanie Poxrucker. Zurück zu meinem heutigen Studiogast in der Sendung, Robert Staudinger aus Linz. Die Musikformation Appenzeller und Staudinger gemeinsam mit Freunden hat vor kurzem die neue CD präsentiert und auch mit einem Konzertabend begeistert. Robert, was macht denn ein Konzert mit euch so besonders? Ja, es ist schwer zu sagen, es sind 80% Konzert, 20% ein bisschen Kabarett dabei. Und auch das Wissen, man weiß nicht, wie es ausgeht. Ich bin ein bekennender Chaot. Also ich habe immer die Texte vor mir liegen. Irgendwann unter dem Konzert liegen sie alle am Boden, irgendwo verstrahlt, aber irgendwo finde ich mich dann da wieder zurecht. Die anderen schimpfen dann wieder recht mit mir, das kriegen die Leute im Publikum mit. Und so, ja, musikalisch, glaube ich, passt. Sie kennen sie, die Leute kennen sie auf einen vergnüglichen 5-Viertelstunden-Abend gefasst machen, wo man hin und wieder lachen kann und wo es erdige Popmusik mit Volksmusikwurzeln auch gibt. Und ihr habt auch vor, dass in nächster Zeit weitere Konzerte spielt und freut sich auch über Einladungen. Wir freuen uns sehr über Einladungen. Am besten, wenn uns wer buchen will, in der Stadtpfarre Linz anzurufen oder ein Mail zu schreiben, Stadtpfarrer Linz am Fahrplatz, Staudiger Robert, der ist dort bekannt, und da am besten den Kontakt herstellen, entweder wenn man CDs haben will oder genau, einen Auftritt buchen. Genau, natürlich auch die CD Ahoi, die Reise beginnt. Aber neben dem musikalischen Schaffen mit der CD Ahoi, die Reise beginnt, gibt es noch weitere Projekte, die du angehst, unter anderem Theater gespielt wird dafür. Ja, die Angela und ich, wir sind in zwei Theatergruppen dabei. Ganz aktuell ist, es geht vor allem jetzt um Kindertheater. Kommenden Sonntag haben wir um 15 Uhr im KUK-Zentrum am Lohnsdörfer Platz Frankviertel haben wir ein Kindertheater, die kleine freche Maus. Wer Zeit hat, ist herzlich willkommen. Also auch in diesem Bereich recht aktiv in der Kirchenmusik, im Zusammenbringen von verschiedenen Musikanten und Musikerinnen und Musikern. Ihr schafft da irgendwie auch eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne, weil wir hören jetzt noch ein Stück von euch. Da gibt es eine Verbindung zwischen Mundart und Hochdeutsch. Ganz richtig. Es kann sein, muss aber nicht sein. Das ist der Titel. Hört euch das an. Ich sage danke für deinen Besuch im Studio. Und jetzt gibt es nochmal Staudinger, Appenzeller und Freunde. Es kann sein, muss aber nicht sein. 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 Es kann sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein. Es kann sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein. Es kann sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein. Es kann sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein, muss aber nicht sein.
Musik.